Grüß euch! Ja, im heutigen Video über den Bau von meiner ersten Portalfräsen soll es um zwei sehr wichtige Dinge gehen, die was euch auch sehr interessiert hat. Und zwar, wie gut die Steuerung von CNC-Technik ist und wie viel eigentlich dieser ganze Bau von dieser Portalfräsen gekostet hat. Viel Spaß beim Video! Ja, wie man sieht, habe ich jetzt eben angefangen, die ganze Steuerung einzurichten. Die Steuerung, wie ich eben auch schon immer gesagt habe, habe ich von Stefan gekriegt, von CNC Technics. Das war so ein Komplettpaket. Also die Motoren und Teile von den Kabel habe ich eben selber gezahlt. Und die Steuerung, die ist mir eben zur Verfügung gestellt worden, damit ich das Ganze einmal testen kann. Es wird jetzt nicht mehr lang dauern und ihr könnt die Steuerung eben bei CNC Technics kaufen. Das ist so eine 3-Achs-Steuerung, wo man natürlich noch eine 4. Achs dazu schließen kann, beziehungsweise ist das Maximale, was mit der ESS geht, eben 6 Achsen. Das Ganze ist sehr leicht zum Installieren. Es hat ein paar Fehler. Es hat ein paar Sachen gegeben, die was mich gestört haben, also das war der Stefan, hätte es eben noch ändern. Zum Beispiel für den Z-Motor muss eben das Motorkabel mindestens um 1 Meter länger sein. Das habe ich jetzt selber noch dazu gelötet und der Stefan hat es eben nachher bei der fertigen Steuerung automatisch so machen, dass er eben die 3. Achs, also die Z-Achs vom Motorkabel länger macht. Es sind da bei mir, also bei dieser Prototypsteuerung, sind die ganzen Endschalter fix verschraubt. Also die sind verschraubt mit dem Schaltkasten und das ist eben auch nicht optimal, weil wenn man da jetzt dann zum Beispiel diesen Endschalter reindreht, dann kriegt man da einen Murz Mischmasch raus und deshalb ist es besser, wenn man die Endschalter mit Stecker macht, sodass man da eben den Endschalter einladen kann und nachher erst in die Steuerung ansteckt. Also das wird jetzt auch noch gemacht werden. Alles andere, also die Integration von der Frässpindel, auch von den Schrittmotoren, das läuft alles tadellos. Also das war wirklich Plug and Play. Wie man sieht, ich verwende mittlerweile mal 4 in der Version 2.0. Man sieht aber, dass das alles noch ein bisschen wackelt. Das ist, weil die ganze Portalfräsen eben noch auf Rollen steht, weil ich das Ganze so gebaut habe, dass ich die Portalfräsen mehr oder weniger durch die Gegend schieben kann. Das sieht man da.
Und wenn ich nachher einen Platz gefunden habe, nachher brauche ich nur die richtigen Maschinenfüße abschrauben und nachher steht das Ganze eben bombensicher. Ja, 2,2 kW Kinderspindel von G-Penny, nachher 3 Newtonmeter Closed Loop, wie das Ganze läuft, das habe ich eben eh schon im Intro gesehen, die Motoren, die werden ja nicht warm, also das Ganze läuft wirklich gut. Ich bin beim Intro ungefähr mit 70% von der maximalen Leistung gefahren, was maximal möglich wäre, wenn jetzt die Maschine steht, da 6 eben Hertz haben, also da kann man durchaus noch um 30% schneller fahren, wenn man es haben will. Also ich werde mit Sicherheit jetzt noch nicht mit der Geschwindigkeit fahren, weil ich es nicht brauche. Also das ist ein Hobbyfräsen. Und es sind auch von den Spinnen her gewisse Einschränkungen, also so eine Kugelumlaufspinne mit Einzelumlenkung, die bockt ungefähr mit ein bisschen einer Sicherheit 10 bis 15 Meter, also die von der Kai eher mehr. Die billigen Kugelumlaufspinnen mit dieser Plastikeinsatz, ja, sagen wir ungefähr 10 Meter. Was für euch natürlich noch ganz interessant ist, das ist die Stabilität von der Fräsen. Ich habe da relativ viel Material verwendet, also da reden wir von 30 mm Aluminiumguss. Auch die Portalbrücken ist aus 25 mm Aluminiumguss, was nachher hinten mit einem massiven I-Profil schwer von 80 mal 160 mm verspannt ist. Das heißt, diese ganze Portalbrücken ist verspannt. Und da die Unterseiten von der Portalbrücken, wo nachher die 20 mm Kugelumlaufspindel läuft, ist zusätzlich nochmal verspannt. Das heißt, das Ganze ist irrsinnig stabil. Jetzt habe ich natürlich geschaut, mit was kann ich diese Portalfräsen testen. Und wie ihr wisst, weil ich jetzt eine neue Serie angefangen, wo ich diese ganzen Hobby-CNC-Fräsen oder auch konventionelle Fräsen von Paulimod, Optimum, Waveco, Klipfeld und so weiter im Test. Damit ihr einmal so ein bisschen einen Vergleich habt, was man mit so einer Portalfräse machen kann, weil diese Fräsen eben auch in diesen Test einbeziehen und in erster Linie weil sie antreten lassen gegen eine Waveco. Die C&C Waveco, die was ich euch da vorstelle, also das sind zwei, einmal mit Schwalbenschwänz, einmal mit Linearführungen. Einmal reden wir ungefähr von 10.000 Euro und einmal reden wir ungefähr von 20.000 Euro. Und da wird hier noch ein Segen, wie sich so ein Portalfräsen, die was so ein Pfuscher in seiner Hobbywerkstatt eben zusammengeschustert hat, wie die sich noch so im Vergleich schlug. Und das Ganze bringt uns natürlich weiter zu dem, was hat die ganze Fräsen gekostet. Wenn man sie jetzt so baut, wie ich sie gebaut habe, eben mit dieser gewaltigen Materialstärke von der Portalbuchen und dadurch von den Portalwangen, da muss man ungefähr mit 3.000 bis 3.500 Euro rechnen. In dem Preis ist aber alles dabei. Also das ist diese Kinderspindel mit 2,2 kW, die Halterung, die ganzen Materialkosten, die Kugelumlaufspindeln, die Führungen. Dann habe ich unten noch so einen Tisch gebaut, damit die ganze Portalfräsen eben vernünftig steht. Nachher ist da dabei eben der Wasserkühler. Und da habe ich so einen CB3000, der was erstens eine Temperaturüberwachung hat, dann hat er Pumpen drin, dann hat er Kühlung drin. Das heißt, das ist mehr oder weniger so ein Komplettpaket. Also das ist nicht so ein Teichpumpen, die was da original bei den Spinnen dabei ist, sondern das ist durchaus was Vernünftiges. Also ich habe da jetzt mittlerweile schon längere Zeit die Spinne laufen lassen, also bis zu einer halben Stunde. Und die Temperatur, die war noch immer bei 22 bzw. 23 Grad. Also das ist wirklich eine vernünftige Kühlung. Was da auch dabei ist, das ist der PC. Also das ist so ein kleiner Mini-PC mit Windows 10 64-Bit, wo eben auch 4 läuft. Dabei
sind die ganzen Motoren, also das sind 3 Newtonmeter Closed Loop, da sind die Endschalter dabei, da ist der Bildschirm dabei, das ist ein 27 Zoll Samsung Bildschirm, da sind die Schleppketten dabei, da sind die ganzen Kabel dabei, da sind die ganzen Schläuche dabei und und. Was natürlich nicht dabei ist, das ist der Maschinenschraubstock, weil das ist ein Röhm und der Kollege kostet allein schon einmal 600 Euro. Aber sonst ist das wirklich alles, was ihr da seht. Sogar diese Minimalmengenschmierung ist dabei. Ja, die Linearführungen, die Linearwegen. Also so wie es da jetzt ansteht, mit den Möglichkeiten, was man hat, also 3 Achsen mit 3 Schrittmotoren, mit den ganzen Endschalter, mit der D-Notenplatten, weil die kostet da, ich glaube 150 oder 160 Euro, das ist eine 20 mm dicke D-Notenplatten. Mit dem Licht, das ist so eine LED-Leisten, die was man in jedem Baumarkt für relativ wenig Geld kriegt. Also das ist wirklich das, was man für die Fräsen bezahlt, bis man damit arbeiten kann. Die reinen mechanischen Kosten, also was jetzt diese Fräsen kostet, mit den Führungen, Spindeln, mit den Alugussplatten, mit den Linearführungen und mit den Aluprofilen. Das Ganze kostet ungefähr 1300 Euro, dass man da ein bisschen am Richtwert hat. Das heißt, also ich würde sagen, zwischen 3.000 und 3.500 Euro wird euch sowas kosten, wenn ihr das Ganze selber baut, wenn ihr eine vernünftige Qualität haben wollt, eben mit der Spindel, mit der Spindelhalterung und. Das wird jetzt das letzte Video sein über den Bau von einer Portalfräsen, weil die ganze Testserie, also was jetzt diese Spindel leistet, was die Portalfräsen leistet, das werde ich noch integrieren eben in meiner neuen Serie, wo ich eben die ganzen Hobby-CNC-Fräsen und konventionellen Fräsen auch beleuchtet, damit man auch wirklich sieht, wie stabil ist so ein Portalfräsen, was kann man damit machen. Dann habe ich schon 100.000 Mal die Frage gekriegt, ja, wie viel Millimeter in Stahl geht. Ich habe das Ganze nie gebaut, dass ich jetzt Stahl fräsen kann. Aber man wird sehen, dass man da zu einer Waveco ohne Probleme zurückkommt, weil der Waveco, also wenn ich mir jetzt die Spindellager anschaue, die WSD-Spindel hat, und wenn ich die vergleiche mit so einer SK30-Spindel, das wird es ja nachher eben in der nächsten Video sehen, die was in einer Waveco verbaut sind, dann ist da nicht einmal von der Größe viel Unterschied, geschweige denn von der Qualität. Also die hat halt, ich glaube, japanische Spindellager verbaut, das sind so Hybrid-Keramiklager. Und der Waveco hat halt slowenische Spindellager verbaut. Aber von der Größe ist da wirklich nicht viel. Ja, und das war es eigentlich schon wieder. Also ich hoffe, dass euch die Maschine gefällt. Wie gesagt, was sie leistet, das waren wir jetzt einmal im Vergleich zu den anderen Fräsmaschinen, die was es so am Markt gibt, sehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal Like hier, beziehungsweise abonniert den Kanal und aktiviert zwar die Glocken. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!